Quebec. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Sie haben mit dem Bundespräsidenten geschlossen, Frau Özüz. Ich will mit ihm beginnen. Der Bundespräsident sagte am 22. Mai, der größte Schritt war wahrscheinlich 1999 die Reform des Staatsbürgerschaftsrechts. Neben das Jus Sanguinis trat das Jus Soli. Seitdem kann Deutscher werden, wer in Deutschland geboren wurde, auch wenn es seine Eltern nicht sind. Inzwischen wächst auch die Gelassenheit, doppelte Staatsbürgerschaften als selbstverständlich hinzunehmen. Soweit der Bundespräsident. Ihrem Gesetzentwurf und den Reden von Herrn Grings merkt man diese Gelassenheit aber nicht an, von der der Bundespräsident spricht. Sie setzen weiter eine Diskriminierungspolitik fort. Und die schwarze Pädagogik der Integrationspolitik der Union führt in die Feder. Für ein kleines Häuflein von Menschen, wie der Deutsche Anwaltsverein schreibt, machen Sie hier ein bürokratisches Monstrum auf, um weiter den jungen Deutschen, die hier geboren sind, deren Eltern aber aus dem Ausland stammen, zu sagen, ihr seid Deutsche auf Bewährung, ihr seid Deutsche mit Verfallsdatum, ihr seid Deutsche auf Probe. Das ist das Gegenteil von Willkommenskultur, und deshalb muss die Optionspflicht ganz fallen. Erst das ist ein richtiger Schritt nach vorne. Und ich will noch eins sagen, der Bundespräsident spricht ja davon, dass man in Deutschland, wenn man hier geboren ist, dann auch Deutscher ist. Das ist allerdings etwas, was wir noch verwirklichen müssen, und das fassen Sie überhaupt nicht an. Weil in der Tat nach dem heutigen Staatsangehörigkeitsrecht die Eltern erst 8 Jahre eine Aufenthaltserlaubnis haben müssen, wovor ihre hier geborenen Kinder auch als Deutsche geboren werden können. Ich möchte fragen, warum reicht es nicht aus, einen legalen Aufenthalt in Deutschland zu haben, und wer dann hier Kinder kriegt, der gebiert Deutsche und keine Ausländer, weil er sie in Deutschland gebiert. In anderen Ländern besteht darüber Konsens. In Frankreich von den Gaullisten bis zu den Kommunisten sind sich alle einig. Die einzigen, die da dagegen sind, ist die Front National, und die wollen wir uns ja politisch wohl nicht zum Vorbild nehmen. Schaut man sich Ihre Argumentation vor und an mit dem Aufgewachsensein, Frau Kollegin, dann sollten Sie sich vielleicht von Professor Zimmermann mal den Artikel zu Ihrem Gesetzentwurf durchlesen. Der legt nämlich richtig dar, dass das Kriterium Aufwachsen und Aufgewachsensein im Staatsangehörigkeitsrecht eigentlich schon daran geknüpft wird, wenn die Eltern hier dauerhaft leben und das Kind hier geboren ist, man davon ausgeht, dass es hier in der Regel aufwachsen wird. Und deshalb setzen Sie hier ein Kriterium zweimal ein. Ich fand Ihren Koalitionsvertrag an dem Punkt vollkommen in Ordnung, was Sie dann umgesetzt haben. Das finde ich allerdings nicht mehr in Ordnung, und das ist auch lebensfremd. Sie reden sich ja bei allen Problemen dann auf die Härtefallklausel raus. Ich habe vorhin Herrn Grings ja schon gefragt, was machen wir eigentlich mit Menschen, die mit ihrem deutschen Pass die EU-Freizügigkeit wahrnehmen, wenn sie dann im Ausland womöglich noch nicht mal erfahren haben, dass sie optionspflichtig sind, plötzlich die deutsche Staatsangehörigkeit verlieren und dann Drittstaatsausländer sind in einem anderen europäischen Land und sich dann die aufenthaltsrechtlichen Fragen für diese jungen Menschen auf einmal neu stellt. Das zeigt, Ihr Gesetzentwurf ist einfach national gedacht. Sie sind in Europa nicht angekommen. Auch Migrantenkinder können innerhalb Europa migrieren und ihre Freizügigkeit wahrnehmen. Wir haben Ihnen als Bundesregierung ein paar Fälle abgefragt, was denn mit den Leuten ist, die 7 Jahre in Deutschland waren, hier 5 Jahre zur Schule gegangen sind, dann in Österreich Matura gemacht haben. Nach Ihrem Gesetzentwurf ist nicht klar, was mit denen passiert. Was ist mit denen, die im Ausland sind und eine deutsche Auslandsschule besucht haben? Die haben keinen inländischen Schulabschluss gemacht. Was ist mit denjenigen, die in Frankreich das Baccalauréat machen und dann zurückkommen, aber erst nach dem 21. Lebensjahr ihr Bachelorstudium in Germanistik aufnehmen? Haben die keinen Bezug zu Deutschland? Nach dem Wortlaut Ihres Gesetzes sind die alle draußen.
Dann sagt die Bundesregierung, na, das könnten Sachen für den Härtefall sein. Was ist das für eine Gesetzgebung, wo der Bürger nicht weiß, unter welche Regelung er fällt und alle konkreten Einzelfälle in eine Härtefallklausel verwiesen werden, von denen von Ihnen hier keiner sagen kann, was das konkrete Ausländeramt mit dem Härtefall tatsächlich macht. Und Sie können dann hoffen, dass das Bundesverwaltungsgericht das irgendwann in 10 Jahren klarstellt. Das ist keine Integrationspolitik. Und Sie müssen auch mal sagen, warum wir 2 Klassen von deutschen Doppelstaatlern als Kinder haben. Wir haben einerseits die Kinder, wo beide Eltern Ausländer sind, die durch Geburtsrecht Deutsche werden. Und wir haben die Kinder von binationalen deutsch-ausländischen Ehepaaren, wo, weil einer deutsch ist, weil es eine deutsche Abstammung ist, die auch beide Pässe haben, die kommen für die Optionspflicht freilich nicht in Frage. Und ich muss Ihnen sagen, das ist eine ethnische Diskriminierung derjenigen, die keine deutsche Abstammung haben, weil sie ihnen eine Pflicht auferlegt wird, die für alle anderen Bürgerinnen und Bürger richtigerweise nicht gilt. Was muten Sie dem Bundesrat eigentlich damit zu, der in seinem NPD-Schriftsatz gesagt hat, dass der ethnische Volksbegriff überkommen ist und sich da ausdrücklich auf die Staatsbürgerschaftsdiskussion bezogen hat, wenn Sie ihm einen solchen Gesetzentwurf vorlegen? Deshalb rate ich Ihnen, denken Sie noch mal gut nach. Lohnt es den Verwaltungsaufwand wirklich für eine Handvoll Leute, ein Häuflein Menschen, wie der DAV sagt, dazu zu kommen, dass wir Leuten dann doch wieder die Staatsbürgerschaft aberkennen und dafür jedes Jahr 40.000 Verwaltungsverfahren in die Hand nehmen? Der Städtetag hat Ihnen ins Stammbuch geschrieben, dass Sie erstens mit den ganzen Begriffen beim Härtefall und der Auslegung des sonstigen Bezugs zu Deutschland nicht zurechtkommen. Und dann Ihnen noch dargelegt, dass die von Ihnen verlangten Daten der Meldebehörden nach Nummer 4 und 5 gegenwärtig gar nicht bei den Gemeinden zur Verfügung stehen. Und dass Sie keine Antwort in den Fällen haben, wo jemand zwischendrin seine Meldekarriere in Deutschland durch einen Auslandsaufenthalt unterbrochen hat, weil dann die Meldedaten nicht mehr miteinander verbunden sind und dann ein riesiger Sermon an Verwaltung auf Sie zukommt. Städtetag, die beiden großen Kirchen, der Deutsche Anwaltsverein sagen Ihnen allen, es ist unverhältnismäßig, wegen dieser kleinen Gruppe einen solchen Verwaltungsaufwand zu treiben. Und Sie treiben ihn ja auch gar nicht wegen dieser kleinen Gruppe. Sie wollen allen hier sagen, ihr müsst euch bewähren. Nein, Deutsche müssen sich nicht bewähren. Deutschland steht allen gleiches Recht nach unserer Verfassung zu. Das gilt auch für die Kinder von Menschen, die im Ausland geboren sind. Deshalb gehen Sie wirklich einen Schritt zur Integration. Schaffen Sie die Optionspflicht ab. Sie haben das versprochen, noch im Zusammenhang mit dem Koalitionsvertrag Ihren eigenen Mitgliedern, als es um die Abstimmung geht. Deshalb nehmen Sie sich unseren Gesetzentwurf oder den des Bundesrats zum Vorbild und sagen Sie, das beseitigen wir ganz, das bringt nichts, kostet nur und funktioniert am Ende nicht und führt nur zu vielen Verfahren. Es wäre mal schön, wenn die Union, wo sie sonst immer gegen Bürokratie schreien, ich erinnere mich noch an die Diskussion um das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, hier mal zu ihrem Wort stehen und sagen, weniger Bürokratie, mehr Bürgerrechte, mehr Weltoffenheit, so käme Deutschland tatsächlich voran. Nächster Redner für die CDU-CSU ist der Kollege Helmut Brandt.